1 Live. Generation Gag mit Maxi Stettenbauer. Und sie fragt mich so, brauchst du eigentlich nicht mal Urlaub? So, brauchst du nicht mal Urlaub? Und ich so, ich bin Comedian, also mein Beruf ist Urlaub. Also, was so, hört euch diese Stille kurz an. Das ist mein Beruf, das mache ich damit. Damit verdiene ich mein Geld, ja, also... Ja, da kommt auch jetzt nichts mehr. Das ist wirklich so, das ist mein Beruf. Ich stehe hier und warte, bis ihr lacht. Und ich kann sehr lange warten. Das ist halt so das Ding, weißt du? Sie arbeitet 50 Stunden, wenn nicht sogar mehr in der Woche. Ich dreimal für 10 Minuten. Manchmal, ja. Und außerdem, ich habe ein World of Warcraft-Abo, deswegen... Ich muss nicht wirklich irgendwo weit hin. Fahr du nach Mallorca, ich bleibe auf Azeroth. Das ist da. Da ist das Wetter schön, die Sonne scheint, die Vöglein twittern. Das ist da ganz schön. Spielt das hier jemand? World of Warcraft? Das ist so einer der Momente, wo das Publikum sich nicht melden will. Einfach aus Angst, dass sie in meine Ecke gestellt werden. Ja, dass sie. Spielt das jemand vielleicht World of Warcraft? Ja, das. Du? Als es noch gut war. Ah, ein Experte, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist so dieses Hipster-Gehabe. So, hast du World of Warcraft gespielt? Ja. Als es noch gut war. Damals, 1772. Wir waren an der Küste der Normandie und ich habe einen Zwergenmagier gespielt und die gute alte Zeit. Das ist geil. World of Warcraft ist super, ja. Da spielst du als Ork, als Gnom oder als Zwerg, so die ganze NPD. Also, du hast das. Das komplette Arsenal, ja. Und ich habe mal meine CD von World of Warcraft verloren und ich wollte sie mir bei Amazon nochmal kaufen, ja. Und da stand dann, Kunden, die World of Warcraft kaufen, kaufen auch Clairasil. Dankeschön. Generation Gag. Nur in 1 Live.